Herzlich willkommen bei den Möbelmachern zum Newsletter 172 zwischen den Jahren. Weil wir mit schnellen Autos leider nicht so viel anfangen konnten, haben wir unseren neuen Porsche gleich wieder hergeschenkt an einen Mensch, der es wenigstens zu schätzen weiß. Als Mischbetrieb des Handwerks dürfen Sie uns und wir Sie auch weiterhin besuchen. Wir sind auch zwischen allen Feiertagen für Sie da. Bitte melden Sie sich aber unbedingt telefonisch an. Endlich haben wir das Video der Rüsterküche vom Titel des Jahrbuchs geschnitten. Rüster heißt das Holz der Ulme, das in dieser Küche mit weißem Glas an den Oberschränken, schwarzem Glas an den Mielegeräten und schwarzem Granit kombiniert wurde. Nach Videoguckerzahlen führt im Moment das Video von Nicoles höhenverstellbaren Schreibtisch, die sich unseren Samuel als Model wünschte, und natürlich erfüllen wir alle Kundinnenwünsche sofort. Im Blog zeigen wir dann auch noch andere Schreibtische unserer Kunden. Wir bauen sie genau so, wie sie bei ihnen reinpassen, und wir ziehen Homeoffice oder neudeutsch Office-Schreibtische terminlich vor, weil sie systemrelevant sind. Die Raumteile dieses Fotos würden als beidseitig bedienbare Regale in fränkischer Elstbeere ganz nach dem Wunsch der Kundin in Kombination mit unseren Vorschlägen verwirklicht. Den Fernseher hängen wir an eine unserer superstabilen Schwenkarme, der sich dank Sonderfarbe jeder Umgebung anpassen kann. Sollte Ihnen in den letzten Monaten aufgefallen sein, dass ein ergonomischer Sessel oder ein gemütliches Sofa das Daheimbleiben angenehmer machen würde, empfehlen wir einen Besuch in unserer Ausstellung. Dort freuen sich 10 unterschiedliche Sessel und 5 Sofamodelle auf Ihr Probebesitzen. Mit unserem ersten Social Media Newsroom Anno Domini 2010 haben wir es sogar im Olymp der Werbewelt zu einer lobenden Erwähnung in der Werben und Verkaufen Fachzeitschrift geschafft. 10 Jahre später hat unser Typo-3-Spezialist Erwin Knoll einen neuen programmiert, auf das interessierte Internetsurfer einen Blick auf unsere Accounts, den YouTube-Kanal und das Nachhaltigkeitsblog leichter finden mögen. Aus aktuellem Anlass erklären wir im Video, wie einfach sich Kerzenwachs am Esstisch unsichtbar machen lässt, zum Beispiel mit heißem Spülwasser, und dann haben wir auch noch das Entfernen eines Edding-Autogramms angehängt. Aber das Wichtigste ist cool bleiben. Solange der Tisch nicht ganz abgebrannt ist, können wir immer helfen. Und selbst dann würde uns was einfallen. Zum 250. Jubiläum des Bleistiftes haben wir ein Loblied auf denselben gesungen. Mein neues Foto- und Filmstativ ermöglicht jetzt auch eine noch bessere Perspektive zum Filmen des Zeichenvorgangs. Hier das Ergebnis. Herzlichen Dank an unsere Kunden, die selbst ein Video aus den Montagefotos geschnitten und vertont haben. Noch viel mehr zum Kaipi-Schrank und mit welchen Cachazas man ihn am besten zubereitet, bitte nicht mit P2, finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben uns mit einem Restbestand an genialen, aber leider auslaufenden Filetiermessern von Saibling eingedeckt. Wer zuerst kommt, schneidet am besten ab. Zum Schluss noch eine Impression der Investition Brikettpresse, auf das wir Sie auch im nächsten Jahr mit unseren Küchen und Möbeln glücklich machen können. Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und Mitarbeitern für die engagierte Zusammenarbeit im Jahr 2020 und wünschen Ihnen noch ganz tolle Tage und ein wunderbares 2021. Topf hoch, das wird schon wieder. Bis bald!